Wir kommen jetzt, so wie vereinbart, zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten des heutigen Plenartages. Den Gong habe ich jetzt mehrmals getätigt und darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob wir mit den Abstimmungen beginnen können. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Können wir machen. Alles klar. Dann würden wir loslegen. Die Reihenfolge der Abstimmungen entspricht der Reihenfolge der Aufrufe am heutigen Tage. Und die Liste haben wir ja den Geschäftsführern über die Abstimmung, den Geschäftsführern über die Kanzlei zugestellt. Ich würde jetzt beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung, tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz 2034/24 zu 2030/05. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist bei Enthaltung der fraktionslosen Abgeordneten der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Alle anderen haben zugestimmt. So war das. Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, Änderung des EAH-Gesetzes 2034/33/2029/03. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, die Grünen, die SPD, die Fraktion DIE LINKE. Frau Walter stimmt auch zu. Dann haben wir den Gesetzentwurf einstimmig angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 11, zweite Lesung. Gesetzentwurf der Landesregierung, das ist der Staatsvertrag und die Mainbrücke, Drucksache 2034/34 zu 2030/04. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. Das sind, wenn ich das richtig sehe, alle. Stimmt jemand dagegen? Enthält sich jemand? Dann war das in der Tat alle. Dann haben wir den einstimmig angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 62, das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag des Ministers der Finanzen. Das ist der § 8 GZSG-Maßnahmenpaket, Drucksache 2034/35. Die Fraktion der Freien Demokraten hat mir mitgeteilt, dass interfraktionell vereinbart wurde über die Nummern 1 bis 5, 9 bis 12, 15, 16, 17, 19 bis 23, 25, 27, 28, 29 und 31 dieser Beschlussempfehlung getrennt abzustimmen. Daraus ergibt sich, dass die Nummern 6 bis 8, 13 und 14, 18, 24, 26 und 30 der Beschlussempfehlung dagegen gemeinsam abgestimmt werden sollen. Wenn dem jetzt niemand widerspricht, dann würden wir so verfahren, dass wir beginnen mit den getrennt abzustimmenden Nummern der Beschlussempfehlung mit der Drucksache 2034/35. Nummer 1 der Beschlussempfehlung. Wer stimmt dieser Nummer der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der FDP, die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist die Nummer 1 der Beschlussempfehlung mit dem eben genannten Stimmenverhältnis angenommen worden. Ich komme zu Nummer 2. Wer stimmt der Beschlussempfehlung entsprechend zu? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3. Wir kommen zu Nummer 3. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke und die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Die AfD, die fraktionslose Abgeordnete. Und wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Nummer 4. Wer stimmt zu? Das sind die Freien Demokraten, die AfD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der Sozialdemokraten. Damit ist sie angenommen. Nummer 5. Wer stimmt zu? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen, die Sozialdemokraten, DIE LINKE, die AfD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die fraktionslose Abgeordnete und die Freien Demokraten. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu 9. Wer stimmt zu? Das CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Sozialdemokraten, DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die fraktionslose Abgeordnete, die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die Freien Demokraten. Damit ist die Nummer 9 angenommen. Wir kommen zur 10. Wer stimmt zu? Es ist CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Sozialdemokraten, DIE LINKE und die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Die
fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD. Damit ist auch die 10 angenommen. 11. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke, die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die fraktionslose Abgeordnete und die AfD. Damit ist auch die 11 angenommen. Wir kommen zur 12. Wer stimmt zu? Die Freien Demokraten, die AfD, CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die Linke. Damit ist auch die 12 angenommen. Wir kommen zu 15. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke, AfD, Freie Demokraten. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die fraktionslose Abgeordnete und die Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. 16. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, Sozialdemokraten, die Linke. Wer stimmt dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD und die Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu 17. Wer stimmt dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke. Wer stimmt dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete, die Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu 19. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke und die AfD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die Freien Demokraten und die fraktionslose Abgeordnete. Nummer 20. Wer stimmt dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke. Wer stimmt dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD, die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten. Damit ist die Nummer angenommen. Nummer 21. Wer ist dafür? Die CDU, Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Wer ist dagegen? Die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? AfD und Sozialdemokraten enthalten sich der Stimme. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu 22. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke. Wer ist dagegen? Die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD. Frau Walter, ich habe es nicht gesehen. Sie haben dagegen gestimmt. Damit ist die Beschlussempfehlung. Ihr enthaltet euch. Also Sozialdemokraten enthalten sich. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Jetzt haben wir die Nummer 23. Wer ist dafür? Die CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke. Wer ist Sie sind auch dafür, Frau Walter. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die AfD und die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu 25. Wer ist dafür? Die CDU und Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke. Wer ist dagegen? Fraktionslose Abgeordnete und die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu 27. Wer ist dafür? Die CDU und Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu 28. Wer ist dafür? CDU und Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD. Damit ist 28 angenommen. Wir kommen zu 29. Wer ist dafür? CDU und Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen jetzt in diesem Block jedenfalls zum Schluss zu 31. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Sie sind dafür, Zustimmung AfD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die fraktionslose Abgeordnete. Dann ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. So, jetzt kommen wir zu den Nummern 6, 7, 8. Ja, bitte. Wir sind zwar mittendrin, aber die wollen was richtigstellen. Ja, und zwar zu Punkt 3, da stimmen wir zu. Wird im Protokoll so vermerkt, Punkt 3, Zustimmung AfD. Ja, alles klar. So, jetzt kommen wir zu den Nummern 6, 7, 8, 13, 14, 18, 24, 26 und 30. Die wollen wir gemeinsam abstimmen. Wenn dem niemand widerspricht, dann frage ich, wer den Nummern dieser Beschlussempfehlungen zustimmt. Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Sozialdemokraten, die Linke.
Wer ist dagegen? Die fraktionslose Abgeordnete, hält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit sind auch diese Beschlussempfehlungen angenommen. Und die Beschlussempfehlung insgesamt ist ebenfalls mit den genannten Stimmenverhältnissen angenommen. So, jetzt stimmen wir über den Tagesordnungspunkt. Wir sind da noch nicht am Ende. Jetzt stimmen wir über den Tagesordnungspunkt 79. Wir haben schon viel hinter uns, aber Tagesordnungspunkt 79 wird jetzt abgestimmt. Das ist der dringliche Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20-3525. Wer stimmt dem Antrag zu? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die AfD, die fraktionslose Abgeordnete. Und wer enthält sich der Stimme? Die Sozialdemokraten, die Freien Demokraten und DIE LINKE. Damit ist der Antrag mit dem genannten Stimmenverhältnis angenommen.